Hallo, willkommen zu meiner leeren Roomtour. Ich zeige euch heute meine Wohnung. Wie ihr vielleicht hören könnt, das Ganze schallt so ein bisschen. Das ist aber einfach, weil hier noch überhaupt gar keine Möbel drin sind. Ich wollte euch heute aber einfach mal so die Räume an sich zeigen und ja, starten wir. So, wir stehen jetzt hier in meinem allerersten Raum und das hier ist mein Studio, denn meine Wohnung ist so aufgebaut, dass Flo und ich nicht zusammenziehen werden. Dazu werde ich euch am Ende aber noch ein bisschen mehr erzählen, also keine Panik. Hier stehen wir auf jeden Fall jetzt gerade in meinem Studio und das ist ein recht großer Raum. Ich brauchte aber auch sehr viel Platz fürs Drehen, denn hier soll ein Sofa hin in die eine Ecke und ich möchte gerne eine ganz tolle Retro-Lampe in die andere haben. Ja, und einfach halt ein bisschen Platz haben, um so zu drehen, um mich ein bisschen mehr zu entfalten, weil in meinem Kinderzimmer war das Ganze natürlich so ein bisschen schwieriger, das alles zu machen. Und ja, hier unten ist nämlich jetzt auch schon ein Teppich. Das ist so das Einzige, was jetzt hier so in meiner Wohnung drin ist. Und ich finde den total toll. Und ja, wie ihr gesehen habt, meine Fußböden, die sind alle hellgrau. Und deswegen wird diese Wohnung, denke ich mal, auch so hellgrau, weiß, silber und ein bisschen rosa gestaltet. Also hellgrau und weiß auf jeden Fall. Aber ich wollte halt so silberne Akzente mit reinbringen. Ich finde das immer sehr modern und sehr schick. Ich mag es lieber als Gold oder Roségold. Ja, und rosa halt einfach, dass das Ganze noch ein bisschen wohnlicher und süßer aussieht. Und ja, das hier war der erste Raum. Kommen wir zum nächsten. Und da gehe ich jetzt am besten hier in diesen Raum rein. Und das hier ist der nächste Raum. Das hier wird mein Büro sein. Auch hier müsst ihr euch mal den Boden anschauen. Der ist hier auch hellgrau, was ich total schön finde. Also in jedem Raum ist der Boden gleich. Und das finde ich sehr angenehm, weil dann hat man nicht so Springer, sage ich mal, in der Wohnung. Wenn man vom einen Raum in den anderen kommt, ist das alles so springt farblich. Deswegen gefällt mir das ganz gut. Hier können wir uns gut vorstellen, dass hier zwei Schreibtische hinkommen, weil Flo und ich hier zusammen im Büro arbeiten werden. Mehr dazu werdet ihr auch erfahren, wenn alles steht, weil man hat natürlich schon so seine Gedanken, aber wie es im Endeffekt so, also wie es in der Vorstellung ist und wie es dann im Endeffekt in der Realität ist, ist es immer noch mal was anderes. Aber hier, wie gesagt, sollen zwei Schreibtische hinkommen. An die andere Wand soll ein großer Bereich hinkommen, wo so eine Art Aktenschrank ist. So, also jetzt nicht so mega interessant. Ich springe jetzt direkt mal in den nächsten Raum. Und da gehen wir hier einmal so rum. Genau, und wenn man dann nämlich hier in der Tür steht, dann hat man hier nämlich eine ganz kleine, aber, also was heißt ganz klein? Eigentlich ist sie schon recht groß, eine Küche. Und ich stehe jetzt hier gerade neben den zwei Utensilien, die hier in der Küche drin stehen. Worüber ich mich am Anfang sehr gefreut habe, dass sie hier sind, aber mittlerweile sind mir gerade ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Meine Idee war eigentlich, weil ich jetzt hier ja noch eine große Fliesenseite habe, dass ich hier so eine Art Arbeitsplatte, so eine hohe hinmache, die dann einfach, wo ich dann meine Mikrowelle und meinen Wasserkocher und so draufstellen kann und hier so Barstühle hinmachen kann. Und dann in die andere Ecke, die zeige ich euch gleich, nochmal so eine Sitzecke machen kann. Aber dann ist mir irgendwie aufgefallen, als wir bei der IKEA-Planung waren, dass das nicht ganz so geil ist, weil das alles dann so unterschiedlich aussieht. Naja, und wenn ihr mir auf Snapchat und auf Instagram direkt folgt, dann wisst ihr, dass ich mir spontan eine neue Küche geholt habe. Also hier wird in der nächsten Zeit eine komplette Küche entstehen in Hochglanzweiß. Oh Leute, die wird dann so geil sein wie die Türen und ich liebe Hochglanzweiß, was das angeht. Mit einer schwarzen, so Stein-Arbeitsplatte, so sieht's aus. Also ja, muss ich nicht mehr zu sagen. Mir gefällt es mega gut und ja, der hier wird auf jeden Fall dann bleiben. Der kann gut integriert werden, weil der eben auch hochglanzweiß ist und hier schwarz ist. Also es passt halt perfekt zur Küche einfach. Und ja, ansonsten hat man hier auf der Seite, wenn man hier bei mir steht, hat man hier dann noch so einen Bereich und hier möchte ich dann so eine Sitzecke reinbringen. Also ich bin ein ganz großer Fan von Bänken. Ich finde es super gemütlich, gerade so Eckbänke. Eine Eckbank wird hier, glaube ich, nicht reinpassen, aber ich möchte dann, dass hier so eine Sitzbank reinkommt, ein Tisch und dann halt zwei Stühle davor. Und ja, das war's auch schon mit der Küche. In den letzten Raum, in den wir jetzt gehen, das ist mein kleines, aber feines Badezimmer. Ja, und wenn man hier steht, ist man im Badezimmer. Also jeder Raum ist vom Flur super gut erreichbar. Und ihr seht jetzt hier nicht so viel, das seht ihr gleich besser in den Nahaufnahmen. Aber ich habe hier eine Dusche, ein Klo logischerweise. Und da an der Ecke habe ich noch ein Waschbecken. Und ich möchte so einen großen Hollywood-Spiegel da gerne hinhaben, dass ich da so Lichter habe. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass hier so, ja, so Riesenlichter sind. Und ja, wir gehen jetzt noch in den anderen Raum zurück, in mein Studio. Ja, und dieser Raum ist eigentlich so das, wieso ich mir eigentlich eine Wohnung geholt habe. Denn ich habe halt gesagt,
wenn ich mich komplett selbstständig mache, möchte ich in meinem Zimmer nicht mehr leben, arbeiten, schlafen, essen, trinken, sondern ich brauche halt eine Wohnung, um mich ein bisschen mehr entfalten zu können, damit ich auch ein bisschen kreativere Videos drehen kann und ein bisschen mehr Platz für alles haben kann. Und ja, aus dieser kleinen Studio-Idee wurde dann eben diese Zwei-Zimmer-Wohnung. Und hier, wo ich gerade stehe, also hier habt ihr rechts neben mir die Tür, wo wir halt gerade reingekommen sind. Und hier, wo ich dann jetzt stehe, hier wird dann eine große Couch hinkommen. Und das wird dann meine neue Videokulisse sein. Das bedeutet, hier, wo ich jetzt gerade stehe, müsst ihr euch vorstellen, werdet ihr in Zukunft meinen Videohintergrund sehen. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es ist natürlich jetzt alles noch super leer hier in der Wohnung, aber es kommt natürlich alles. Aber das war jetzt erstmal meine leere Wohntour. Falls ihr irgendwelche Inspiration oder irgendwelche Ideen für die Inneneinrichtung habt, immer her damit. Ich habe bisher so ein paar Ideen, aber es gibt natürlich auch immer verschiedene Stile und ja, ich habe großen Gefallen an so einem sehr modernen und minimalistischen Stil gefunden, so ein bisschen so skandinavisch. Und ja, vielleicht hat aber einer von euch ja auch noch andere Ideen. Wenn ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich freue mich auf dieses Projekt. Es ist ein Riesenprojekt, so eine ganze Wohnung einzurichten, aber dann eher so Studio- und Bürobezogen. Ja. Das war's, glaube ich, erstmal. Ich hoffe, euch hat diese leere Wohntour gefallen und ihr nehmt es mir nicht übel, dass hier wahrscheinlich am Mikro voll der Schall ist, weil diese Wohnung einfach noch so leer ist. Aber es wird alles kommen und ich hoffe natürlich, ihr freut euch dann auch darauf, wenn die komplette Wohnungstour kommt, wo alles eingerichtet ist. Und ja, gebt mir jetzt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!